Boris Becker, jetzt dreht er völlig ab. Boris Becker scheint einen echten Höhenflug zu haben. Demut? Nicht bei ihm. Demütig sein und einfach mal schweigen. Oh, nein, nicht mit Boris Becker, 56. Nach Haftstrafe und Millionenpleite ist der Ex-Tennisstar seit gut einem Jahr wieder auf freiem Fuß und beweist jeden Tag aufs Neue, Bescheidenheit ist seine Sache nicht. Boris Becker träumt von Hollywood. Luxusreisen, ausschweifende Partys, exzessive Shoppingtouren gab es schon. Doch nun setzt er allem die Krone auf, dreht er jetzt völlig durch? In einem neuen Interview träumt Bum Bum Boris von Hollywood. Er auf der großen Leinwand, gefeiert und bejubelt. Na gut, nicht er. Aber seine Karriere. Ich hatte ein ziemlich interessantes und aufregendes Leben, reich an Erfahrungen, guten und schlechten, sagt Boris Becker und lächelt ein wenig stolz. Ein Hollywood-Epos über ihn wäre nicht das Schlechteste, findet er. Und natürlich hat er auch schon eine Idee, wer ihn spielen soll. Wäre er nicht tot, hätte ich mich für Steve McQueen entschieden, sagt der 56-Jährige. Wegen der Ähnlichkeit Woody Harrelson. Ja, so stellt der Ex-Sportler sich seine Zukunft vor, schillernd, luxuriös, mit dem Glanz der Filmindustrie. Und das alles nur, weil er glaubt, das Letzte, was ich brauche, ist ein langweiliges Leben. Dafür bin ich nicht geschaffen. Dabei täten ihm etwas mehr Demut und Dankbarkeit gut. Vielleicht ein paar Tage im bürgerlichen Leimen bei Mama Elvira, 88, ganz gut. Aber man hat den Eindruck, aus den Monaten in einer kleinen Gefängniszelle hat er nichts gelernt. Mal sehen, was ihm als nächstes einfällt.